Ich bin Rhino on the Road und das ist Solovino The Riding Dog. Herzlich willkommen auf unserem Kanal für Motorradbegeisterte, Hundeliebhaber, Naturfreunde und alle im Reisefieber. Ich und Solovino The Riding Dog sind bereits 2,5 Jahre in 3 Etappen von Kanada nach Nicaragua gereist. Und jetzt geht's in die nächste Etappe. Allerdings nicht wieder nach Nicaragua und weiter Richtung Süden, wie das ursprünglich mal die Idee war. Bei der nächsten Reise wird es mit einem Elektromotorrad und einer erneuerbaren Energiequelle Richtung Asien gehen. Konkret nach Bangladesch. Warum Bangladesch? Man sieht es mir vielleicht an. Ich habe einen Hintergrund und der ist eben in Bangladesch. Ich habe dazu aber überhaupt keinen Bezug. Und jetzt mit 30 ist schon das Gefühl da, ey, wo kommst du eigentlich her? Warum Elektromotorrad? Im Sinne der Nachhaltigkeit. Aufgrund mancher Erfahrungen, die ich einfach auf den letzten Reisen sammeln musste, ist Tourismus eine Möglichkeit, Kulturen kennenzulernen und häufig aber auch eine Ursache für die Zerstörung der Natur vor Ort. Und deswegen ist für mich schon von Anfang an ein Kernaspekt, Systeme so zu hinterlassen, wie ich sie vorgefunden habe. Und deswegen geht's mit einem Elektromotorrad nach Bangladesch. Und du bist eingeladen. Wir reisen mit Motorrad, weil es uns die größte Freiheit und Unabhängigkeit gibt, die ich bis jetzt erlebt habe. Und das soll in der nächsten Etappe auf ein nächstes Level gehoben werden. Dadurch, dass ich mit einem Elektromotorrad nach Asien fahre und jeden Kilometer tatsächlich über selbst erzeugte erneuerbare Energie fahre, bin ich komplett unabhängig von Infrastruktur, was Laden angeht oder Tankstellen. Ich kann tatsächlich dorthin, wo es mich hintreibt. Ziel ist es, die gesamte Reise, egal wie lange das am Ende dauern wird, von Deutschland nach Bangladesch nur mit selbst erzeugter Energie zu fahren und nicht auf Ladeinfrastruktur zurückzugreifen. Wenn ihr Lust habt, uns zu begleiten, dann erwarten euch neben den alltäglichen Herausforderungen des Reisens mit Motorrad und Hund tolle Arten- und Naturschutzprojekte, die wir besuchen werden, Einblicke in fremde Kulturen, beeindruckende Landschaften, eine alternative Möglichkeit, tatsächlich nachhaltig die Welt zu bereisen, spannende Gespräche mit interessanten Menschen fremder Kulturen, die kleinen Wunder der Natur und die großen. Und all das, wovon ich selbst noch keine Ahnung habe, was wir bei einer Weltreise mit einem Elektromotorrad alles erleben werden. In diesem Kanal erwartet euch in den nächsten Wochen nicht nur einen Reiserückblick, was bisher geschah, sondern auch die Vorbereitungsphase für die nächste Reise nach Asien. Wenn ihr regelmäßigere Updates zur Reiseplanung verfolgen wollt, schaut in die Links hier unten, da findet ihr unsere anderen Social Media Kanäle. In den nächsten Wochen werden erstmal Reiserückblick-Videos über die 3 Etappen, die bis jetzt passiert sind, folgen. Dabei greife ich auf Video- und Bildmaterial zurück, das während den Reisen einfach entstanden ist. In Zukunft möchte ich aber gerne mit euch zusammen die Reise gestalten, wie wir sie haben wollen. Also schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was euch interessiert, was ihr von mir sehen wollt. Die ersten 3 Videos über die 3 Etappen, die bis jetzt waren, sind entstanden aus Bildmaterial, das ich für mich gemacht habe während den Reisen. Neu bei dieser Reise ist dieser Channel. Wo ich bis jetzt einfach für mich und mein Leben gereist bin, möchte ich euch diesmal mitnehmen. Und deswegen habe ich nicht nur besseres Kameraequipment inklusive Drohne dabei, sondern auch einen Produzent, der hier in Deutschland die Videos produzieren wird, sodass wir zusammen um die Welt reisen können. In diesem Sinne freuen wir uns, mit euch im Sommer die erste Self-Sufficient Motorrad-Weltreise zu starten. Wir freuen uns, wenn du auch dabei bist.